Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ADHS Family Podcasts, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. Ja, ihr Lieben, heute in der dritten Episode der mehrteiligen Podcast-Serie zum Thema Medikamente für Kinder mit ADHS und ADS wird es darum gehen, welche Rolle das Kind und seine ganz spezifische Situation bei der Entscheidung spielen, ob Medikamente Bestandteile im Therapiemix sein sollen. Mit spezifischer Situation meine ich die Persönlichkeit des Kindes, seinen Charakter, aber auch die Gegebenheiten in der Familie und im weiteren Umfeld wie Kita oder Schule. Denn sie alle sind Faktoren, die letztendlich in die Beantwortung der Frage hineinspielen, ob es für ein Kind auch eine medikamentöse Unterstützung geben soll. Hallo, ich bin Anna, vor 15 Jahren noch verzweifelte Mama eines Kindes mit ADHS, aber heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile 19-Jährigen, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. Ja, ihr Lieben, heute wird es, wie schon zu Beginn des Podcasts gesagt, sehr persönlich, sehr individuell. Wir werden heute einen Blick darauf werfen, welche Rolle das Kind und all die vielen Faktoren, die von Kind zu Kind unterschiedlich sind, bei der Entscheidung spielen, ob Medikamente Teil der therapeutischen Begleitung sein sollen. Und es gibt ganz viele kindspezifische Faktoren, die letztendlich in die Beantwortung dieser Frage hineinspielen. Und genau diese persönlichen Umstände, all diese individuellen Unterschiede verunsichern dann mindestens genauso wie die Nebenwirkungen oder die Angst, dass das Kind einmal von Medikamenten abhängig werden könnte. In den Shownotes verlinke ich euch zu Podcast 2 und auch den Link zu Teil 1 der Medikamenten-Podcast-Serie findet ihr in den Shownotes. Bevor wir aber die Frage beantworten, warum diese unterschiedlichen Gegebenheiten, die es von Kind zu Kind, von Familie zu Familie gibt, so sehr verunsichern, noch etwas Organisatorisches. Das begleitende Leitfaden-PDF zu dieser Folge könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net/medikamente3 herunterladen. Keine Bindestriche bei Medikamente 3 und bei 3 die Ziffer 3. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und für die, die Podcast 1 und 2 nicht kennen, im April 2021 wird es ein kostenloses Webinar geben. Thema wird der Stress sein, zu dem es in Familien mit ADHS vermehrt kommt. Stress, der durch die Symptome und die Verhaltensweisen unserer Kinder entsteht. Ich möchte euch in diesem Webinar Lösungen vermitteln, wie ein entspanntes Familienleben wieder möglich sein kann, vor allem jetzt in Zeiten von Covid. Einen Platz könnt ihr euch reservieren, sobald ich den Link dafür per Newsletter aussende. Wer den noch nicht abonniert hat, kann das gerne unter www.adhshilfe.net/newsletter tun. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Alles, was ihr dazu braucht, sind euer Vorname und eure E-Mail-Adresse. Nun gut, dann kann es mit der Folge losgehen. Wie gesagt, es gibt eine Reihe kindspezifischer Faktoren, die wichtig bei der Beantwortung dieser Frage sind. Sehen wir uns die mal ganz kurz an und gehen dann anschließend genauer darauf im Detail ein. Erster Faktor, der bei der Entscheidung, ob ein Kind Medikamente bekommen soll oder nicht, eine Rolle spielt, ist der Grad der ADHS. Das heißt, je nachdem, wie ausgeprägt die ADHS ist, vereinfacht gesprochen, wie stark ein Kind ADHS hat, werden Medikamente Teil des Therapiemix sein. Zweiter Punkt sind die sogenannten schützenden Faktoren, die einem Kind zuteil werden. Je mehr schützende Faktoren ein Kind genießen darf, umso weniger nötig werden Medikamente. Umgekehrt, je mehr Faktoren ein Kind ausgesetzt ist, die die ADHS-Symptome noch verschlimmern, desto eher werden Medikamente zum Einsatz kommen.
Diese symptomverstärkenden Faktoren sind also der dritte Punkt. Vierter und ebenfalls entscheidender Faktor ist, wie lange die ADHS unbemerkt und daher unbehandelt geblieben ist. Je mehr Zeit ungenutzt verstrichen ist und das Kind keine ADHS-spezifische Unterstützung erfahren hat, desto eher brauchen Kinder in der Regel Medikamente. Und fünftens, traumatische Ereignisse oder Zustände wie Mobbing, Tod eines nahestehenden Menschen, Scheidung etc. erhöhen ebenfalls oft die Notwendigkeit einer Medikamentengabe. Gut, dann zurück zu unserer Frage. Warum verunsichern die unterschiedlichen Gegebenheiten, die es von Kind zu Kind, von Familie zu Familie gibt, uns als Eltern so sehr, wenn es um die Medikamentenfrage geht? Nun, das ist relativ einfach erklärt. Wenn es rein um die Medikamente geht, also um all das, was alle Eltern betrachten sollen, kann man leichter entscheiden. Da gibt es konkrete Vorgaben, die man nachlesen kann, an denen man sich festhalten kann. So und so viel Milligramm einer Substanz auf so und so viel Kilogramm Körpergewicht. Oder erst nach erfolgter Diagnose darf ein Medikament verschrieben werden. Oder alle 6 Monate sollten Verlaufskontrollen erfolgen. Und wenn es nicht ganz so gut läuft, wie es laufen sollte, dann gibt es auch relativ konkrete Vorgaben und vielfach erprobte Lösungen. Verträgt ein Kind kein Methylphenidat, dann kann Atomoxetin versucht werden. Oder ein Kind kann abends nur sehr schlecht einschlafen, dann kann man die Dosis eventuell reduzieren. All das sind Vorgaben und Strukturen, die einen guten Rahmen bieten, an dem sich die Eltern festhalten können. Aber das sind die Dinge, die rein die Medikamente betreffen. Und die sind leider nur die eine Seite der Medaille. Und die andere sind die Punkte, die wir uns heute gemeinsam ansehen wollen. All jene Faktoren, die patientenseitig betrachtet werden sollen. Und die sind viel schwieriger gegeneinander abzuwägen. Sie erfordern sehr viel mehr Energie in der Entscheidung. Sie sind oft nicht ganz klar zu fassen und bereiten Eltern am Ende des Tages bei weitem mehr Probleme als die medizinischen Überlegungen. Denn bei all dem, was die Medikamente alleine anbelangt, können sich die Eltern mit dem Arzt austauschen, beziehungsweise bekommen sie, wie gesagt, von ihm Vorschläge, Vorgaben, Informationen. Aber bei den Dingen, die kindseitig zu entscheiden sind, sind die meisten Familien auf sich allein gestellt. Wobei, das wäre noch der Idealfall. Denn oft ist man ja nicht alleine bei seinen Überlegungen, weil die genervte Lehrkraft oder die alleswissende Schwiegermutter oder der gereizte Nachbar, die haben ja zu allem Übel auch noch eine Meinung, wenn auch oft mit leider nicht ganz so viel Ahnung. Gut, aber zurück zu unserem Thema, bevor der Podcast noch eine Richtung nimmt, die ich mir eigentlich für eine andere Episode vorgenommen habe. Sehen wir uns also an, welchen Einfluss das Kind selbst und das Umfeld des Kindes auf die Entscheidung haben, ob Medikamente in den Therapiemix rein sollen. Da hätten wir, wie eingangs schon erwähnt, zunächst mal die Grade der ADHS. Es wird in der Literatur sowie in der S3-Leitlinie zwischen leichter, mittelgradiger und schwerer ADHS unterschieden. Die genauen Unterschiede erspare ich euch an dieser Stelle, aber wer mehr wissen möchte, kann das in der S3-Leitlinie nachlesen. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Zur Frage, bei welchem Grad der ADHS ein Kind medikamentöse Unterstützung bekommen sollte, hat die Leitlinie relativ viel zu sagen. Allerdings ist das alles ziemlich kompliziert formuliert und normalerweise bin ich ja dafür, hier alles für euch leicht verständlich zusammenzufassen, doch ohne in Ungenauigkeiten zu verfallen, lässt sich das in dem Fall nicht machen. Daher lasst mich euch zumindest mal die 3 wichtigsten Punkte wiedergeben. Egal welcher Schweregrad, also egal ob leichte ADHS, mittelgradige oder schwere, das Problem sollte immer von mehreren Seiten angegangen werden. Es sollte also immer eine Kombination aus mehreren Therapien erfolgen. Das heißt, Medikamente allein sind keine ausreichende Therapie. Solltet ihr gerade beim Multitasking sein, dann kommt bitte zu mir zurück und lasst mich das wiederholen. Medikamente alleine sind keine ausreichende Therapie. Sie sollten immer Bestandteil in einem Mix an Therapien und Unterstützungsansätzen für das Kind sein. Punkt 2. Egal welchen Schweregrad der ADHS euer Kind hat, die Basis von allen Therapien, von allen Ansätzen ist immer eine ausführliche Information aller Beteiligten.
bei den Eltern, im Idealfall mittels eines Elterntrainings, in dem die Eltern lernen, wie sie ihr Kind mit ADHS oder ADS gut begleiten können. Und bei Lehrkräften und Kindergartenpädagogen ist es das Versorgen mit ADHS-Information. Darauf komme ich später ohnehin nochmal zurück. Und Punkt 3. Vereinfacht gesagt, steigt die Dringlichkeit der Empfehlung für Medikamente mit dem Grad der ADHS. Bei leichtgradiger ADHS können Medikamente in Einzelfällen angeboten werden. Bei mittelgradiger ADHS oder ADS können Medikamente mit anderen Therapien kombiniert werden. Und bei schwerer ADHS sollten Medikamente auf alle Fälle Bestandteil im Therapiemix sein. Das heißt, die Empfehlung für Medikamente hängt, natürlich wie bei allem anderen auch nur als grober Rahmen zu verstehen, davon ab, wie stark ein Kind ADHS hat. Das gibt es ja bei anderen Störungen auch, beziehungsweise bei rein medizinischen Krankheitsbildern. Es gibt leichte und schwere Depressionen. Es gibt bei Covid leichte und schwere Verläufe. Und bei ADHS gibt es ebenfalls eine Unterteilung in Schweregrade. Und die haben dann eben wiederum einen Einfluss auf die Entscheidung, ob ein Kind Medikamente bekommen soll oder nicht. Auf den zweiten Punkt möchte ich jetzt nochmal genauer eingehen, denn gerade die ausführliche Information aller Beteiligten ist so wichtig, weil das Kind mit ADHS ist keine Insel, sondern es lebt immer eingebunden in einen Familienverband. Und ich muss es jetzt nochmal sagen, wenn ihr gerade beim Multitasking seid und vielleicht nicht ganz so konzentriert zuhören könnt, bitte lasst mich das für euch nochmal wiederholen. Gerade die ausführliche Information aller Beteiligten ist so wichtig, denn das Kind mit ADHS oder ADS ist keine Insel, sondern lebt immer eingebunden in einen Familienverband und verbringt auch sehr viel Zeit in Kindergarten oder Schule. Daher gehören all diese Menschen in das Behandlungskonzept mit einbezogen. Also die Eltern, die Geschwister, die Lehrkräfte, die Kindergartenpädagogen, wenn sie dazu bereit sind. Idealerweise auch der Fußballtrainer etc. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass die Lehrkräfte oder der Sporttrainer oder der Musiklehrer an irgendwelchen Therapien teilnimmt, so wie ihr euch Therapie vorstellt. Nein, es geht darum, dass diese Menschen einfach informiert sein sollten, dass das Kind ADHS hat, welche Auffälligkeiten sich dadurch ergeben könnten und wie sie am besten damit umgehen können, um das Leben für sich und das betroffene Kind zu erleichtern. Hier möchte ich gerne eine sehr wichtige Anmerkung anbringen, etwas, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Sehr oft werden nur Maßnahmen ergriffen, die beim Kind etwas verändern sollen. Das heißt, das Kind wird dann zum Verhaltenstraining geschickt oder in die Psychotherapie. Es bekommt Medikamente oder. Alles also Maßnahmen, bei denen nicht das Verhalten der Eltern, der Lehrkräfte, der Kindergartenpädagogen verändert wird, sondern Maßnahmen, durch die versucht wird, das Kind richtig zu machen, seine Mängel zu beheben, es so zu verändern, dass es in die Gesellschaft passt. Und das macht mich aus zwei Gründen traurig. Einerseits ist das Kind ja nur eine Seite der Medaille. Die andere sind eben die anderen Menschen, mit denen das Kind viel zu tun hat. Und wenn sich bei diesen Menschen nicht auch etwas ändert, wenn sich also am Verhalten der anderen dem Kind gegenüber nichts ändert, werden all die Trainings und Therapien für das Kind nur wenig nutzen. Denn wenn man bei einem Auto zwei platte Reifen hat und nur einen wieder flickt, dann wird das Auto auch nicht wieder fahrtüchtig. Und zweitens, wie mag sich denn das Kind fühlen, wenn nur an ihm rumgeschraubt wird, wenn es in mehrere Therapien geschickt wird? Die anderen, mit denen es aber immer und immer wieder zusammenstößt, nicht versuchen, ihr Verhalten zu ändern. Das ist, als ob es täglich an einer Vielzahl von großen Plakaten vorbeigeht, auf denen alle dasselbe steht. Kind, mit dir ist etwas nicht richtig, du musst was ändern, du musst dich anstrengen, um so zu werden, dass du zu uns passt. Das heißt, sein Kind dem Therapeuten zu übergeben oder ihm Tabletten zu verabreichen, wie man sich das als Mama oder Papa anfangs vielleicht noch so vorstellt, wenn man ganz neu in diesem Thema ist, das kann die Probleme nicht lösen. Daher, die Familie und das Umfeld gehören in das Behandlungskonzept mit einbezogen. Und aus diesem Umfeld können sich sowohl schützende als auch die ADHS verstärkende Umstände ergeben, die wiederum einen Einfluss darauf haben, ob ein Kind Medikamente bekommen soll oder nicht. Aber all das sehen wir uns nächste Woche an.
Das heißt, für die nächste Woche steht dann auf dem Podcastplan, welchen Einfluss die schützenden Faktoren einerseits und all das, was die ADHS noch verstärkt, andererseits auf die Entscheidung bezüglich Medikamente haben. Zweitens sehen wir uns an, warum Kinder, deren ADHS sehr lange unbemerkt und daher unbehandelt geblieben ist, eher Medikamente brauchen. Und wir sehen uns an, warum traumatische Ereignisse oder Zustände wie Mobbing oder Tod eines nahestehenden Menschen die Notwendigkeit einer Medikamentengabe oft erhöhen. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, welche Erfahrungen ihr mit Medikamenten gemacht habt, vor allem wo bzw. eure persönlichen Umstände in die Entscheidung für oder gegen Medikamente hineingespielt haben. Und nicht vergessen, ihr könnt euch das PDF zu dieser Folge unter www.adhshilfe.net/medikamente3 herunterladen. Und für den Newsletter könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net/newsletter anmelden, wenn ihr beim Webinar dabei sein wollt. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon drauf.